Also was soll aus mir werden? Ist nicht alles schon getan? Hierzulande, hier auf Erden, was fang ich noch Großes an? Es erfanden die Erfinder und die kundigen taten kund. Was entdeckten die Entdecker? Und die Erde ist lang schon rund. Stern Meißen ist so eine Art Progressive Rock ja eigentlich gewesen, lange epochale Lieder. Mein Vater war ein großer Fan und kurz vor dem Tod von Reinhard Fissler hat er ein Konzert in Halle organisiert. Das heißt, ich habe ihn noch mal gesehen und es ist ja sehr tragisch. Ne? Er war ja dann durch seine Krankheit gelähmt, ne? Und ich weiß noch, wie dieser Mann auf diesem Gestell, also stehend, das war wie so eine Bahre festgeschnallt war und trotzdem völlig beseelt noch diese Lieder gesungen hat. Und das hat mich extrem beeindruckt. Ja? Der hat es einfach noch gelebt bis zum Ende. Ein bisschen für. Also was, wo ist meine Bahn? In dem großen Weltenplan? Oder taug ich nicht so viel, dass ich da auch viel nachgespielt, waren aber auch immer eine Band, die so technische Innovationen geliebt hat. Die haben ja Quadrophonie-Sound bei ihren Konzerten zelebriert. Und dann warst du in einem Konzertsaal und dann standen in vier Ecken standen die Boxen und der Sound, der rauschte dort im 360-Grad-Rhythmus um dich. Also es war einfach großartig. War eben Kunstrock. Ja. Ich bin war ja als Kind wirklich sozusagen in Halle auf der Peißnitzinsel ein Konzert erlebt. Also als größeres Kind, sagen wir mal so. Was ich immer noch bin. Auf jeden Fall. Ja, da haben die Quadrophon gespielt. Ja, mit, ja, und da, ich bin da völlig umgefallen. Ja. Ja. Das, und dass ich dann später da mal überhaupt einsteigen kann, das war ein Traum. Ich auf meiner Stelle im Koordinatenkreuz. Das sind aus meine Bahn in dem großen Weltenplan. Und da taug ich grad so viel, dass ich da eine Rolle spiel. Sternkommen und Meißen haben sich immer wieder auch neu erfunden mit neuen Sängern und so weiter. Interessant finde ich, dass der jetzige Sänger ist halb so alt wie die Band. An Jahren schon auf dem Buckel hat, macht es aber großartig und dieser Song wird immer noch gesungen. Ich bin ja viele Jahre als Fan zu Stern-Meißen-Konzerten gegangen und 2012 hatten die einen Aufruf gestartet, dass sie einen Sänger suchen. Und ich bin dann ganz größenwahnsinnig dann nach Berlin gefahren und habe dann dort quasi vorgesungen. Die Band war begeistert und hat gesagt, okay, wir müssen mal schauen, wie das jetzt so unsere älteren Fans, weil es ist ja doch eine andere Generation, so aufnehmen. Und da haben wir ein Konzert gemacht in Torgau. Die Fans waren sofort Feuer und Flamme und da wurde das quasi an dem Abend auch besiegelt. Da ist mein privates Glück.